Na, zunächst mal bin ich zufrieden mit den 3 Punkten. Die waren sehr, sehr wichtig. Im neuen Jahr reingestartet. Dass es eine schwere Aufgabe wird, war uns klar. Es war tatsächlich total hart für uns, Lücken zu finden, durchzuspielen, durchzukombinieren. Gegner hat gut verteidigt, gut geschoben. Wir waren etwas zu langsam, teilweise auch sehr ungenau im letzten Drittel. Und vielleicht auch dadurch bedingt sind wir unsicherer geworden. Und ich habe gehofft, dann mit dem 1:0, dass es dann ein bisschen besser wird. Wir hatten dann im Gegensatz aber auch Glück, als Wegberg da diesen Konter setzt und der Kopfball, der Stürmer war komplett frei. Wenn da das 1:1 fällt, weißt du auch nicht, wie es weitergeht. So sind wir in die zweite Hälfte gestartet, aber es wurde auch nicht unbedingt besser. Also wir hatten kaum Torchancen, wir hatten schon Spiele, wo wir viel, viel mehr hatten. Und deshalb bin ich nicht ganz zufrieden. Bin zufrieden mit den Punkten, aber in unserer Spielleistung nicht. Wir wissen, dass wir uns da steigern können und auch müssen. Ja, wir sind hier hingekommen und wollten was mitnehmen, keine Frage. Wenn man den Spielverlauf sieht, wie Sie schon richtig gesagt haben, haben wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, Münster vor großen Aufgaben gestellt, haben es sehr eng gemacht. Das wollten wir hier erstmal gut stehen, gut verteidigen und dann immer mal wieder überfallartig vielleicht zu ein, zwei Chancen kommen. Das hat ganz gut geklappt. Münster hatte wenig Chancen, wenn dann durch unsere eigenen Fehler, glaube ich, so fällt auch das 1:0, wo wir ein bisschen unkonzentriert sind nach Balleroberung im Gegenpress. Trotzdem haben wir die Chance zum 1:1. Ich sage auch, wenn man da heute den Ausgleich schießt, glaube ich, tut sich Münster schwer, weil sie auch noch nicht in dem Fluss wieder sind, haben auch lange nicht gespielt. Aber am Ende muss man dann sagen, ja, mit der roten Karte wird es dann für uns immer schwieriger, das läuferisch dann zu stemmen. Ne? Ich sage ja, wir trainieren 3-mal die Woche, ich glaube Münster 6. Bei uns gehen alle arbeiten und dann merkt man dann schon am Ende eines Spiels dann, dass sie da nochmal anders nachlegen können, als wir dann. Also ich war ein bisschen überrascht, weil die hatten echt sehr, sehr gute Jungs vorne drin, fand ich, die sich da auch im 1 gegen 1 immer wieder sehr gut durchgesetzt haben. Die Riesenchance, hast du angesprochen, die Kopfballchance, da hatten wir echt extrem Glück. Nichtsdestotrotz war es, wie gesagt, wie auch im Hinspiel eigentlich ekelhaft gegen die zu spielen. Sehr körperbetont, viele, viele kleine Nicklichkeiten auf dem Platz, aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben das Spiel gewonnen, das haben wir uns vorgenommen. Hätte höher ausfallen müssen, aber so ist es halt, ja. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, wie jetzt bereits schon mehrfach erwähnt, die Chancenverwertung. Ich glaube, davon haben wir in einem Spiel immer eigentlich genug. Vielleicht ein bisschen kaltschnäuziger da vom Tor werden, aber ansonsten ist es wichtig, dass wir unsere Qualität 90 Minuten auf den Platz bringen, zu keiner Zeit weniger machen. Und dadurch entwickelt sich das Spiel dann meistens so, dass man genug Chancen hat und wenn man die dann nutzt, dann entscheidet man das Spiel eher und dann kommt man nicht so in so eine Bedrulle am Ende, dass man mit Pech nochmal so ein Spiel 1:1 spielt oder sogar irgendwie noch verliert. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, dass wir unsere Qualität, die wir in der Mannschaft auf jeden Fall haben, 90 Minuten immer auf den Platz bringen. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.